Jetzt irgendwie dran vorbeigelaufen, dann doch richtig rein. Hi. Kennt doch von unten Spaß, ja? Jo. Singo oder Kommandant sein? Jo. Oh verdammt, kennt Offizier. Geh weg. Geh weg. Und bam! Ich bin mal hier. Der nervt mich. Na los doch. Immer da raus. Oh, da haben wir noch einen Felsen. Dann nehme ich mein Elixier. Oh, hi Gandalf. Wuhuhuhu. Nein, 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 nein. Nix da, mein Freund. Was willst du denn da? Verschwind. Was? Nein, mein Special ist leer. Blöd irgendwie. Schwupp. Deine Verstärkung ist hier auch irgendwie blöd. Komm her, Kommandant. Geht mal fliegen. Ich wollte dich mein Special aktivieren. Ah. Das muss ich jetzt aber machen. Mann! Wo bin ich? Aua. Geh fliegen, Gandalf. Und? Bam! Das passiert scheinbar, wenn ich in der Luft meine Magie zu Ende geht. Und dieser komische Angriff raus! Hallöchen! Na, was geht? Erstmal. Huch! Der Angriff hat mich trotzdem noch getroffen. Das war blöd. Okay. Wieder gut. So. Ich aber mit drei Herzen rumstehen. Warte mal, ich hab doch Elixier. Das schlüpfe ich doch gleich mal. Warum nicht? Wir haben es hier. Aber echt. Wenn schon da ist. Wuhu! Kann man es auch benutzen. Ach, oh, da ist noch so einer. Jetzt nervt er nicht. Mann! Was ist denn eigentlich da hinten mit diesen Vorposten? Mach ich das mal weg. Du findest eine Schwäche, die nutze ich doch gleich aus. Okay, etwas Schaden rein. Ach, die haben noch einen Vorposten? Was? Ach, die haben noch einen Vorposten. Ja, so ein Einmann-Posten. Ah, ja. Und Schüssikowski! Nimm dies! Oh Gott! Gandalf, please! Ach, dieser geht bei mir, hi! Yes! Hab ich schon mal gesagt, dass sie es nicht lieber? Nö. Oh, da will ich ungern rein. Dashen? Jawohl. Gut, Gandalf. Pam! Viel Spaß. Irgendwie nicht getroffen. Das Ring? Okay. Zack! Nimm mal dies hier. Bam! Macht ihm nicht viel Schaden. Oh, naja. Das ist Gandalf! Blitze. Dies. Lass mich. Ha! Ne? Was tut er da? Ach, er macht sein Special. Ne, Blitze! Ja, ich merk schon. Hör auf mit dem Rotz. Und zack, jawohl. Na schon. Hat seine Schwäche offenbart. Der kommt gar nicht mehr von der Luft runter. Wo bist du? Da hinten. Komm her, du Ekelhafter. Na. Manchmal will er einfach als blöd da reinzufliegen. Nix gibt's. Wo ist er hin? Down. Oh. Warte. Was hab ich jetzt gehauen? Blitz vielleicht. Das okay, nicht, Round 1 geht an uns. Es war so klar. Hi.
Oh, warum ist es jetzt so dunkel hier? Jetzt ist es wirklich Ganon, nicht mehr Ganondorf. Okay. Was tut ihr da und vor allem, wie können wir ihn besiegen? Lichtpfeile, eigentlich, normalerweise. Das bringt sogar was, oder? Nee. Die Bedingungen haben sich geändert. War das mit der Wahnsinn Dings so? Ja. Zum Greifen. Kann man der fast vielleicht einen Bogen attackieren? Sollten wir bei dem aller Items bauen? Ich weiß es nicht. Was machen wir denn jetzt? Dinge! Böse Dinge! Weg! Verdammt, ich glaube, da ist noch was getroffen. Also nach der Phase müsste es eigentlich wieder gehen. Ja. Ja! Ah, jetzt! Kommen Sie rein! Ich hab. Nee, hab ich ihn? Was nee, ich hab ihn. Sehr komm! Gut. So, Freundchen, komm her! Aua! Schaden, den wir machen, ist dann doch irgendwo süß. Ja, schon, ne? Oh, ich glaube, jemand sollte mal mitten retten. Ja, ich gehe mal runter. Nice, hier. Ich hab's erledigt. Achso. Ah, bitte. Ich geh trotzdem mal da runter. Was ist denn? Was blinkt denn da unten? Das ist Zelda. Das ist Zelda? Ja, tatsächlich. Wow, da kommt Schaden rum. Hyperstrahl. Kein Hyperstrahl. Hallo, meine Doppelgängerin, na? Fug! Oh, was zur Hölle! Don't die. Dürfen wir noch das Elixier? Okay, jetzt ist es an der Zeit, ihn mal anzuvisieren. Die Erfahrung ist vielleicht ein Bumerang? Yes! Wir brauchen echt alle Items gegen den. Das ist ja cool. Das Laser da wieder rum. Bumerang. Getroffen. Nein, lass es. Lass es sein. Als ob das Feuer nicht dein also Feuerbeil. Immer, wie kann man das kontern? Oh, verdammt. Alter. Irgendwie, Kollege, musst du mal hier mitspielen. Sag mal, das für eine Phase ist. Keine Ahnung. Einfach? Ich schätze mal Bomben, oder? Ja gut, Bomben kann natürlich sein, ne? Bomben oder Bumerang? Bogen. Ja. Kümmerst du dich um Bomben und Bogen und ich schau immer, dass ich mit Bumerang und Dinge wisch? Ich glaube, Bomben haben nichts dabei. Dann Bogen. Alter. Schaden. Erstmal mein Elixier. Ich kann nicht gleichzeitig ausweichen und auf den Bogen wechseln. Das bringt auch nichts, glaube ich. Doch! Ha! Okay. Dann Schläge setzen. Und verschwinden. Das ist, das ist dann die Bombenphase. Was haben wir noch? Bomben. Bomben. Feuerball. Ah, ich kann sie nicht. Nee, ich kann sie nicht auswählen. Ha! Sehr voll schön. Erwischt. Yes. Okay, Feuerball, Bomben. Warum auch immer. Weiß ich nicht. Ich weiß nur, ich will hier weg. Sie gibt mir Lichtpfeile. Ich hab doch Lichtpfeile. Gott! Zelda gibt Zelda Lichtpfeile. Warum? Natürlich! Zelda, deine Lichtpfeile. Im Lichtpfeil wurde die Stärke all deiner überlebenden Verbündeten inne. Ja. Je stärker er ist, desto wirksamer kann er uns Bewegungen einschränken.
Alles klar. Den habe ich jetzt mit dem Bogen oder was? Ja, okay. Hast du den auf? Jo, natürlich. Boom. Ach, der, die Lichtpfeile sind einfach nur der Bogen Power-Up und so. Natürlich muss man gerne mit Lichtpfeilen besiegen. Oh, wow. Was ist gerade passiert? Okay, it's crazy. Das ist passiert. Push. Na los, gib mir deine Schwäche. Und bam. Und jetzt kriegst du aufs Maul. Wo ist er hin? Er jumpt wieder. Da ist der. Okay, da, da, da. Stell ein bisschen rum. Hör auf mit dem Rotz. So, oh, ins Gesicht. Link gerettet. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Du kriegst einen Pfeil nach dem anderen. Na komm, da hab ich einfach mit dem Schwert drauf. Das geht schneller. Nö, ich glaube, mit dem Pfeil ist sogar effizient. Da war ich in seinem Recover-Angriff. Oh, Lichtpfeile. Oh, yes. Ich würde gerne wie noch immer retten. Ja, da ist. Ich habe gerettet. Zack. Und wieder volles Brett. Ins Gesicht und BAM! Sieht schön aus der Entfernung aus. Ich schieße einfach die ganze Zeit mit. Wuuuuh! Aua! Was schmerzen? Ich muss hier weg! Ja dann, viel Spaß! Hab ich noch ein Elixier eigentlich? Was? Wenn du schon zwei benutzt hast, hast du keins mehr. Ich habe eins benutzt, aber ich hab's trotzdem nicht. Das wird gar nicht angezeigt. Das ist interessant. Ich bräuchte irgendwo mal ein bisschen Leben mehr. Ich auch, ja. Ganon denkt sich, nö du! Was? Du willst dich heilen? Sehe ich nicht. Ach, da ist Leben. Wow, das war eine Vollheilung. Gut. Auf geht's. Lichtpfeile! Oh, yes! So, geht's wieder los, ja? Ich bin hart gegen die ganze Zeit mit Lichtpfeilen. Blau, ja. Okay, das war's für dich, Kollege. Pam! Oder? Hat er noch ein bisschen was? Ja, er hat noch ein bisschen. Ey, jetzt wirklich nicht. Wow! Oh. Nein! Du bist doch ein paar Gegner erledigen.
Credits. Hey, tatsächlich, jetzt schon. Aber das ist doch nicht das Ende vom LP. Oh nein. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Das ist erst der Anfang. Hey, Befürchte ich. Teil. Ja. Ihr habt die Story durchgespielt. Aber die Story wird noch weitergehen, denn es kommen demnächst DLCs raus und da geht die Story weiter. Oh ja. Sehr gespannt. Ja, die Tat sagen sie doch mal. Na gut, demnächst ist schön. Wenn wir das hier, wenn das hier hochkommt, sind die schon ewig lang daraus. Das könnte sogar sein. Das könnte nicht nur, mein Freund. Das könnte sogar sein, da hast du recht. Ja, ja, wir mal schauen. Die Musik ist, by the way, gerade episch. Allerdings. Nee. Aber ich möchte auch mal Rudo spielen. Warum darf ich gerne Rudo spielen? Ja, das ist noch nicht freigeschaltet. Ich schätze mal, das ist Adventure Mode. Und das ist auch unsere nächste Aufgabe. Hä? 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 Ja, weil die Herausforderungen könnten wir eigentlich für uns mal ansehen. Oder machen wir die zuletzt? Ich habe keine Ahnung. Hm. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Sag doch mal deine Meinung zum Spiel. Sag mal deine Meinung, sagte. Ich finde das Spiel großartig. Also, jetzt mal den Zelda-Aspekt außen vor gelassen. Allein vom Gameplay ist es ein wahnsinnig schönes Warriors-Spiel. Und das dann auch noch verpackt in sowas cool wie im Zelda-Universum. Ja, bin ich dabei. Ja, da kann ich mir echt nur anschließen. Was ich in dem Spiel gut, also sehr gut gelungen fand, ist, dass alle Charaktere absolut einzigartig sind. Es sind natürlich entsprechend wenige, aber das war cool gemacht. Super, ja. Kampfstile, auch mit den verschiedenen Waffen. Wunderschön. Ja, ich habe zwar so meine Favoriten unter den Kämpfer, aber es gibt keinen Charakter, den man absolut nicht spielen kann. Oh, ich habe Daruni ja noch nicht gespielt, aber ja. Geht bestimmt auch zu spielen. Naruto und Agathe. Nee, wie heißt sie nicht, Agathe? Agneta haben wir auch Agneta. Noch nicht freigeschaltet. Wie kommt jetzt auf Agathe? Das ist Pokémon. Ja, stimmt. Oh, hi. Vieh. Na? Hey, hey, listen, watch out! So, kommt jetzt noch was? Nein, ich schätze mal. Eine Mission. Das Missionsende kommt, ja. Hast du noch irgendwelche Worte zu diesem Spiel, was dir einfällt? Als Zelda-Fan mal so gesehen. Ich finde es halt, habe ich schon mal in einem Part gesagt, dass es extrem gut gemacht ist, wie die Zelda-Elemente in dieses Spiel einprogrammiert wurden. Auch wenn es manchmal nur ist, dass man zum Beispiel den Beamos mit Bomben erledigen kann und sonst nicht. Solche Details sind halt einfach genial. Und das auch noch in den Hyrule Warriors Game, wo man viel schnetzeln muss und eigentlich sonst nicht auf Rätsel oder so Zeug achten muss. Genial. Die Kombination ist einfach perfekt. Haben sie echt mal was gut gemacht, finde ich. Jo, das sehe ich ganz genauso. Ja, du musst es weiter drücken. Jo, das mache ich jetzt auch. Ich wollte nur diesen Bildschirm zum Endresümee stehen lassen. Bekomme mal wieder meine 104er Waffe. Das siegelte Schwertchen. Ich habe aber schon 180er. Ja, vielleicht ist der Bonus so gut. Oder du backst einfach den Bonus in deine 180er. Nee, die hat schon 3. Schade. Eine 180er Harfe. Ich glaube, da haben wir aber schon eine. Und... Oh. Ah, natürlich. Das muss ja auch noch kommen. Ja. Na klar. Warum hat die schon so viele Lyra? Was ist da los? Ist abgelegt. Und... Weg die Scheiße. Das können wir bestätigen. Ah, da kriegen wir Geld für. Das ist cool. Ah, das ist nett. Warum nicht? Okay, gib noch mehr. Gerne Gold. Jede Menge Zeug hinterher geworfen. 98 Stück, natürlich. Ja, hier haben wir auch noch ein bisschen was zu tun. Wo haben wir wieder selber bekommen? Ne, uns fehlen noch einige Skulpturen. Also wahrscheinlich die genau 6 Stück. Es fehlen noch 6 Stück? Wir haben ein paar übersehen. Wäre mal neu. Ich weiß nicht, ob 6 sind. Wir können ja mal durchzählen dann. Hey, Legend Mode ist abgeschlossen. Die grün bewarmste Held. Okay. Heldmodus wurde freigeschaltet, Schlachten sind schwieriger. Yay. Und du hältst bis Items, natürlich. Okay. Cool. Also noch ein Hard Mode auf dem Hard Mode sozusagen. Sehr schön. Das, also irgendjemand kann da wirklich nicht zählen von den Entwicklern. Was ist da los? Schön. Geh da doch mal rein.
Okay, dann gehen wir nochmal in den Legendenmodus. In jede Schlacht kann nun. Ah, also halt wirklich der Ultramode. Ja, natürlich. Es gibt. Och, nein! Und das wird eine Spaß. Zweite Skulptur, die dann aber mehr Freischalterbedingungen hat als besiegte 1000 Gegner. Ach so. Wie wir da schon sehen. Aha, die sind auch an die Schwierigkeit gekoppelt. Interessant. Ja, dann drück mal A, bitte. So. Gut, dann. Schauen wir doch mal durch. Und wir müssen mit einer bestimmten Waffe mal kämpfen. Nee, gerade. Also der nicht, da müssen wir der mit. Nicht. Mit Darunia. Darunia auf schwer? Hier, einfach nur. Oder ist da eine Waffe abgebildet? Das ist eine Waffe. Ach so, ich dachte, es wäre ein leeres Feld. Ich sehe immer wieder so gut. Ja, ich. Ja. Damit kann er auf schwer. Okay. Ah, ja. Jo, wir haben zu tun. Aber wir können ja mal kurz durchzählen, wie viele Skulltulas noch fehlen. Also, normale Skulltulas. Hier auf jeden Fall eine. Hier eine. Hier eine. Sind wir bei 3? Und jetzt? Sag doch, irgendjemand kann nicht zählen. Irgendwas. Naja, wir werden schon die Bilder vervollständigen. Das kriegen wir. Aber das wird nicht mehr onscreen geschehen. Gehe ich fest davon aus. Was? Bilder vervollständigen, Skulptur sammeln. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Okay, aber ich würde sagen, wir beenden erstmal an dieser Stelle den Part. Es gibt auf jeden Fall noch viel zu tun. Jo. Wir werden noch ganz viel Spaß haben, glaube ich. Oh Gott, da gibt es noch so viel zu tun. Ich würde sagen, man sieht sich dann im nächsten Part wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute. Ciao.